Jetzt aber erstmal realer Irrsinn. Der gesammelte Corona-Irrsinn. Ich bin gespannt. Das ist das aktuellste Moment. Der reale Corona-Irrsinn. Morgen um 8 im Emsland. Herr Schoppe und Herr Weggert rufen zum 10. Mal die Impf-Hotline an. Die gewählte Rufnummer ist ungültig. Was ist das denn hier? Die Ansage einer überlasteten Impf-Hotline. Und das ist ein überraschter niedersächsischer Ministerpräsident. Dass aber innerhalb von einer Stunde über 700.000 Menschen entweder über die Hotline oder online versuchen, auch entsprechende Impftermine zu vereinbaren, das hat tatsächlich das System überfordert. Stimmt, damit hätte man ja auch nicht rechnen können, ne? Das hat wirklich tatsächlich das System überfordert. Wir sind seit 30 Jahren überfordert. Digitalisierung ist für den Arsch. Die Webseiten sind alle für den Arsch, für die Impftermine. Die Corona-Warn-App ist für den Arsch, weil wir einfach mit Leuten zusammenarbeiten oder mit Firmen, die keinen Plan davon haben. Die leben einfach noch in den 80ern, was das angeht. Das ist katastrophal. Das konnte ja keiner ahnen. Solange Herr Schoppe telefoniert, schauen wir mal ins baden-württembergische Hilzingen. Hier hatte Bastian Nosek an seiner Schule mal wieder Präsenzunterricht. Und zwar sehr kreativ. Also wir saßen zu 20 in der Klasse, konnten nicht den Abstand einhalten. Und dann kam plötzlich der Konrektor, hat ein iPad unter den Arm gehabt, das vorne an die Tafel gelehnt und uns mit unserer Lehrerin verbunden, die daheim saß. Wie verrückt ist das denn? Quasi School-Schooling aus dem Homeoffice. Really? Oh, ne. Hat jemand ein Fernrohr? Ach, Herr Schoppe, probiert's noch. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da gibt's auch keine große Entschuldigung. Das ist nach meiner Meinung nicht können und mehr kann man da nicht mehr zu sagen. Was? Dann sage ich dir, Opa, da hast du auf jeden Fall recht. Bin ich voll bei dir. Voll und ganz. Lustiges zu sagen hat Herr Reichenbach. Nach einer Reise nach Portugal bekam er einen Brief vom Gesundheitsamt Weimar. Am 17. Januar. Mit der Aufforderung, am 29. Dezember, also 3 Wochen davor, in Quarantäne zu gehen. Also quasi gegangen zu sein. Also ich fand dieses Schreiben absolut schwachsinnig, weil ich kann mich ja nicht in der Zeit zurückversetzen, um dann 3 Wochen vorher meine angeordnete... Doch, das musst du aber können, verdammter Scheiße nochmal. Wo ist denn das Problem? Das kann doch wohl jeder, oder nicht? Verstehe ich nicht, warum er sich so anstellte. Meine Fresse. Quarantäne durchzuführen. Herr Schoppe, nicht aufgeben. Aber es ist hartnäckig. Das finde ich cool in dem Alter. In Goslar regt sich der Oberbürgermeister gerade über Impftourismus auf. Ganz viele Senioren aus Peine, Wolfsburg und Braunschweig kommen nämlich zum Impfen nach Goslar. Deshalb hofft er für die Zukunft, dass es nicht zu Rentner-Landverschickungen in Niedersachsen kommt. Wenn die Rentner denn durchkommen. Weiter versuchen, ein bisschen Geduld haben und vor allen Dingen in den nächsten Tagen wieder anrufen. Die weiß doch schon selber, das, was sie da erzählt, ist Schwachsinn, oder? Das siehst du doch. Hörst du doch an ihrer zittrigen Stimme, dass das kompletter Bullshit ist, was sie da labert. Die hat einfach keinen Plan. In den nächsten Tagen wieder anrufen. Das ist wie diese eine vom, was war das, die unsere Gesundheitsministerin, die Ministerin beauftragt für Sucht, Drogen, Alkoholismus und sowas, ne? Mit der Thematik mit Gras. Also da kannst du dir echt nur an den Kopf fassen, ne? Du merkst doch schon, so wie die hier redet, du merkst es einfach. Ein bisschen Geduld haben und vor allen Dingen in den nächsten Tagen wieder anrufen. Also ich habe nichts gegen Politik und so, alles cool, ne? Aber der siehst du schon an, dass die einfach scheiße labert. Das merkst du einfach zu 100%. Was gibt's denn da noch so für realer Irrsinn? Ich habe nichts so Themenaktuelles. Vor einem Monat die eingezäunte Dame in Bielefeld. Warum ist sie eingezäunt? Kürzester Radweg. Oh, 413 Videos. Schnellere Pferde als Internet? Bei Klaus-Peter Kappes in Schmalenberg startet hier im Büro gleich ein Wettlauf. Der Fotograf will wissen, wer seine Fotos schneller zur Druckerei bringt. Das Internet oder
ein Pferd. Ich habe mich einfach furchtbar geärgert, dass das Glasfaserkabel seit Monaten in der Straße liegt, aber nicht benutzt wird. Dann kam ich beim Nachrechnen auf die Idee, unsere Pferde, die sind viel, viel schneller in Schmallenberg, dem nächsten Ort, als die Datenübertragung. Der Wettlauf beginnt. Herr Kappest versendet 4 GB Fotos per Internet. Das Kupferkabel rappelt, was das Zeug hält. Zeitgleich schickt er 2 Eilboten zu Pferde mit einer Foto-DVD auf den Weg in den Nachbarort, 10 Kilometer entfernt. Das musst du dir mal vorstellen. Jetzt kommt es auf jede Minute an. Das ist also gar nicht mal nur ein Jux. Natürlich war das jetzt mal, haben wir gesagt, das nehmen wir einfach mal so auf und zeigen mal, dass der reitende Bote hier immer noch der zuverlässigste Kommunikationsweg ist. Aber es ist nicht völlig irreal. Eine Stunde vergangen. Die Daten rattern immer noch. Gleichzeitig preschen die Pferde, also traben gemütlich, fast arrogant durch. Das ist wirklich eine Sache, die verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, ich erzähle das jedes Mal, wenn dieses Thema irgendwo aufkommt. Wir waren vor 2 Jahren in Kroatien, waren in dem Nationalpark Krk. Ja, nur um das mal ganz kurz zu verdeutlichen. Ich zeige euch mal, was um diesen Nationalpark drumherum ist. Dabei schiebe ich jetzt auch mal kurz mein Essen beiseite. Nationalpark Krk. So. Ja. So, das ist der Nationalpark Krk. Das hier sind alles so kleine Orte. Ja, die Orte, lass da 10 Leute wohnen. Was ein nicer Bart der Typ hat. Internettechnisch lacht selbst ein dritte Weltland über uns. Ja. Ach, meinst du der Opa oder was? Oder meinst du mich? Ich habe auch einen geilen Bart. Ne? Nee, auf jeden Fall hier Nationalpark Krk, ja? Mitten im Nirgendwo, wirklich im Nirgendwo hast du LTE. Du kannst, selbst wenn du hier dahin fährst mit dem Auto, wenn du hier manchmal auf der Autobahn fährst, dann hast du ab 60, 70 km/h schon kein Internet mehr. Ja? Oder 120 existiert Internet überhaupt nicht mehr. Da, überall, scheißegal, wo wir rumfahren. Wir haben von der 33 hier bis zum Nationalpark, lass ungelogen, da ist keine Menschenseele gewesen. Lass das eine Strecke sein, weiß ich nicht, von Köln bis nach Düsseldorf oder so. Ja? Ich verstehe es einfach nicht. Wir hängen so weit hinterher. Und es ist einfach so, ich kann es nicht nachvollziehen, dass wir nicht die Möglichkeit haben, überall Glasfaser zu legen. Ja? Die Großeltern von meiner Freundin oder die Mutter und ihre Schwester, die wohnen noch in einem Dorf, wo man über Funk Internet bekommt. Da kannst du bei Vodafone deine Straße angeben, hier Verfügbarkeit, bla 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 bla. Und dann kannst du dir aufsuchen, 50.000er Leitung, 100.000er Leitung oder so. Aber das alles über Funk. Das alles über einen Funkmast. LTE-Funkmast. Wir haben die Möglichkeiten, aber, ja, genau, aber. Wir haben die Möglichkeiten, aber es interessiert keinen. Ne? Kann doch wohl nicht so schwer sein. Du musst nicht mal die Straße aufreißen. Du musst einfach nur das Glasfaserkabel nehmen, gut isoliert einpacken und durch die Kanalisation oben ballern, wo kein Wasser drankommt. Ja? Du hast das Kanalisationsrohr, ja, und packst hier oben lang an der Decke, wie die das in den Staaten machen, einfach das Glasfaserkabel lang. In den Staaten hast du sogar in der Wüste, außerhalb Nevadas, zwischen Area 51 und Las Vegas, lass da 500 Kilometer nichts sein, außer meiner Tankstelle, und du hast da Glasfaser. Der gute Elon regelt das schon. Ja, ich hoffe auch. Sobald er seine ganzen Satelliten da oben hat, hoffe ich, dass es wirklich sich was auf dem Markt ändert. Und ich hoffe auch, dass Elon Musk wirklich einige große Firmen kaputt macht. Das ist einfach so. Dass der wirklich mal zeigt, wie Internet ausgebaut werden kann. Es wird da einfach 0,0 rein investiert. 0,0. Durch das Sauerland. Erstmal fand ich die Idee gut. Ich muss eh das Pferd bewegen, also war das jetzt kein Unterschied, ob ich so ins Gelände reite oder nach Schmalenberg. Nach 100 Minuten dieses spannenden Wettlaufs gewinnen die Underdogs, also die Pferde. Dankeschön. Das Kupferkabel braucht noch 2 Stunden.
Klaus-Peter Kappes aus Schmallenberg ist Fotograf und hat es sogar in die Times und in die Daily Mail geschafft. Und zwar nicht mit einem Foto, sondern seiner super lahmen Internetverbindung. Das Glasfaserkabel liegt zwar schon lange im Keller von Herrn Kappes, aber das heißt nichts, sagt die Telekom und teilt mit. Auch wenn im Haus bereits der Glasfaseranschlusspunkt gelegt wurde, bedeutet das nicht automatisch, dass auch die Gegenseite bereits mit sämtlicher Infrastruktur fertiggestellt und betriebsbereit ist. So ein Schwachsinn, ne? Doch dann ein Anruf der Telekom. Nachdem die internationale Presse das dann sogar aufgegriffen hat, rief mich dann ein hoher Telekom-Funktionär an und sagte, also in der ersten Januarhälfte, da kommt eine Spezialtruppe aus Bonn und macht den Anschluss flott, und das hat dann auch wirklich geklappt. Glückwunsch. Gut, die Nachbarn haben noch kein schnelles Internet, aber die können sich ja mal die Eier. Da muss ich erst die halbe Welt drüber lächerlich machen, dass dem Mann geholfen wird, ne? Ey, ich hab da kein Verständnis für, sorry. Ich hab da einfach kein Verständnis dafür. Wir sind 40 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt und wir haben ja auch Internet wie aus den 60ern. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Was haben wir hier noch? Sorry, Twitch. Baugenehmigung für Holzstapel. Buddeln gegen die Strömung. Ah, komm, hier. Das wollte ich eben schon anmachen, aber mal gucken. In der Woltmannstraße in Bielefeld steht das Haus von Johanna Pohlmann. Trautes Heim, Glück allein. Und seit kurzem hat sie sogar noch einen neuen schmucken Zaun direkt vorm Haus. Marc, wie meinst du das? Ich komme noch, hä? Ja, du warst doch noch am Herd, oder nicht? Was für eine Überraschung. Diesen Zaun hat eine Gütersloher Firma im Auftrag der Stadt hier hingesetzt. Da kamen zwei Herren, die habe ich dann gefragt, was sie hier machen. Ja, wir haben den Auftrag und haben diesen Gefängniszaun hier hingesetzt. Ach, Gefängniszaun. Einen schönen Stabgitterzaun hat die Stadt Bielefeld hier hingebaut. Einen Meter vom Haus entfernt. Denn das Grundstück davor gehört der Stadt. Familie Pohlmann durfte es aber über 40 Jahre lang als Vorgarten nutzen. Hier war ein schöner Vorgarten, den wir betreut haben. Wir haben Blumen gepflanzt, hier war rechts und links eine Rabatte mit Blumen. Tja, das war einmal. Ja, ist jetzt erst angekommen. Na, dann ist egal. Aber dann haben wir ja schon drüber gesprochen. Also, ich verstehe auch nicht. Nee, ich. 2017 braucht die Stadt ihr Grundstück dringend zurück für den Ausbau der Woltmannstraße. Dachte man im Rathaus jedenfalls. 2020 kommt raus. Im Zuge des Ausbaus der Woltmannstraße hat sich herausgestellt, dass das Flurstück 1040 für den Straßenbau nicht benötigt wurde. Doch den Vorgarten einfach Vorgarten sein lassen. Kannst du keinem erzählen, ne? Es kommt zur Räumung und Umgestaltung des städtischen Flurstücks. Hier entsteht jetzt schickes Straßenbegleitgrün. Das schnöde Vorgartengrün muss natürlich weg. Für die Errichtung des neuen Zaunes ist es notwendig, den auf der Grenze stehenden Buchsbaum zu beschneiden oder einfach zu halbieren. So herrscht hier endlich wieder Ordnung. Wenn die Stadt ein Grundstück hat, kann sie doch nicht den Bürgern den Weg zur Straße wegnehmen. Vor allen Dingen, warum machst du der Oma da einen Zaun hin? Mach da einfach gar keinen Zaun dahin. Wo ist denn der Unterschied? Was soll denn der Zaun da bitte? Hier, guck dir das mal an. Das sieht doch scheiße aus. Was soll der Zaun denn da? Das hätte auch ohne Zaun funktioniert. Hättest du auch mal einfach gesagt, hier, hör mal zu, das ist Stadtgrundstück, bla 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 bla. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Das ist jetzt offizieller Grundstück für jeden hier. Offizielles Grundstück. Entweder machen Sie sich selber einen Zaun drum oder wir lassen es einfach so. Aber der Oma da den Ausgang zu nehmen, also... Statt ein Grundstück hat... Vor allen Dingen, da steht da noch ein Tor. Warum wurde der grüne Zaun weggemacht? Oder? Weil da ist jetzt nur noch ein Tor, was für nichts mehr da ist. Hä? Können Sie doch nicht den Bürgern... den Weg zur Straße wegnehmen. Doch. Deutsche bauen Zäune. Ich habe gedacht, die USA macht das nur. Kann sie. Neue Mauer von Mexiko. Der Stabgitterzaun wird jedoch kein Tor enthalten, da dies zur Erschließung ihres Grundstücks nicht notwendig ist.
Überhaupt nicht nötig. Will Frau Pohlmann in die Stadt, kann sie doch den Weg hinten rum nehmen. Am Haus vorbei, einmal durch den Garten, dann an der Garage entlang. Oh, und schon steht sie an ihrem Tor zur Einfahrt. Das hält die 95-Jährige fit. Für Besucher ist der Zaun hinterm Tor auch kein Problem. Also das kannst du dir nicht ausdenken. Frau Pohlmanns Arzt, der letztens vorbeikam. Das war schon abends im Dunkeln. Nach seiner Praxis kam er hier an, wollte zum Rechten gucken bei mir. Und den latscht er hier vor dem Zaun rum. Ja, sagt er, wo ist denn der Eingang? Ja, hier nicht. Jedenfalls noch nicht. Nachdem Frau Pohlmann... Oh Mann, du, die arme alte Frau. ...Vorgarten für 27.030 Euro zu kaufen, denkt die Stadt jetzt darüber nach, zumindest wieder ein Tor einzubauen. Was hat der gerade gesagt? Die soll das für 27.000 kaufen? Für 27.030 hier nicht. Jedenfalls noch nicht. Nachdem Frau Pohlmann abgelehnt hat, ihren alten Vorgarten für 27.030 Euro zu kaufen, denkt die Stadt jetzt darüber nach, zumindest wieder ein Tor einzubauen. Also erstmal so ein Grundstück so einzuzäunen, ohne Sinn einfach, weil das hätte man auch einfach, den Zaun hätte man einfach weglassen können. Also es ist doch kompletter Bullshit. Und dann auch noch die Frau darum zu, ihr zu sagen, sie können sich das Grundstück wieder kaufen für 27.000 Euro. Oh Mann, du.